Ja, liebe Zuschauer, jetzt Herr Osterloh an meiner Seite vom Coca-Cola-Stand. Ich grüße Sie recht herzlich. Und die Wand, die hinter uns ist, die spricht ja auch Bände, wenn Sie erstmal etwas über Ihr Engagement zur EM 2024 erzählen würden. Ja, die EM 2024, die hat bei uns einen ganz großen Raum einnehmen. Das ist für uns das Event. Deswegen haben wir hier auf unserem Stand auch, könnt ihr jetzt nicht sehen, den EM-Pokal, den wir hier ausstellen. Den werden wir gleich abfilmen. Den gucken wir uns gleich an. Und wir werden das Thema EM ganz groß spielen. Ja. Wir werden in Deutschland die 10 Cities, wo dann die EM stattfinden wird, werden wir aktivieren. Wir werden Host-Cities haben, wir werden Fanmeilen haben. Es wird Trikots geben, es wird Tickets geben, es wird Schals geben. Das wird richtig groß werden. Wir werden von da, wo die Menschen ankommen, am Bahnhof zum Stadion, am Flughafen zum Stadion, werden wir zusammen mit der Gastronomie, und das ist ganz wichtig, zusammen mit der Gastronomie begleiten und sie eben versuchen, in die Gastronomie auch reinzuführen, damit wir eben da entsprechend eine ganz tolle EM haben werden. Jetzt sind wir ja am Stand hier von Coca-Cola auf der Internorga. Was sind denn da so Ihre Kommunikationsziele? Was ist Ihnen denn hier wichtig vor Ort? Welche Begegnungen? Ja. Was ist da so spannend zu erfahren? Ne? Ich meine, wenn ich an die Internorga denke, dann denke ich an das Thema Innovation, dann denke ich daran an den Austausch mit unseren Kunden, mit den Menschen, die hierher kommen. Ja. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir eben hier zeigen, was haben wir Neues. Ne? Wir haben zum Beispiel neue Getränke, die wir präsentieren können, jetzt erstmals auch Wodka mit Sprite. Okay. 10%, also richtig tolle Artikel. Wir haben Monster ohne Zucker, schmeckt wie das Original. Ja. Also auch, und das ist uns wichtig, die Innovation zu zeigen, mit den Menschen, mit den anderen Ausstellern auch in den Austausch zu gehen und sich da gegenseitig zu den aktuellen Themen auch entsprechend abzuholen und zu diskutieren. Also die Produktvielfalt, Sie sagen, also neue Getränke, Spirituosen werden sozusagen eingebunden, haben Sie ja gerade gesagt, Wodka? Ja, also nicht reine Spirituosen, sondern Wodka ist das, absolut Wodka, also auch eine Marke mit Sprite. Einmal mit Zucker und einmal ohne Zucker. Ja. Und das ist ganz neu, weil wir das, eigentlich haben wir AFG, alkoholfreie Getränke und wir gehen jetzt auch in diesen Markt rein. Ja. Und sind da ganz gespannt, wie das funktionieren wird. Aber zur EM gibt es nicht noch ein neues Produkt, was Sie dort gleich mit etablieren oder irgendeine Marketingstrategie, die noch hinzukommt? Nutzen Sie da Synergien? Ist da irgendwas noch geplant? Zur EM werden wir das Thema Coca-Cola Zero spielen, das ist unsere Fußballmarke. Wir werden das Thema Powerade sehr offensiv spielen, das ist unser Sportgetränk. Wir sagen dazu der Hidden Champion, weil der Jahr für Jahr Absatzzuwächse zu verzeichnen hat. Und werden die natürlich in unsere Promos mit unseren Kunden dann entsprechend auch einbauen. Des Weiteren nochmal so über die Thematik Nachhaltigkeit, Fair Trade. Gibt es da etwas, was Sie gerne erzählen würden, gerne berichten würden? Ihr Engagement, auch soziales Engagement. Gibt es da allgemein etwas, was Sie gerne hervorheben würden? Ja, also wir haben Ziele im Bereich der Nachhaltigkeit. Bis 2030 wollen wir bis 2019 30% CO2 reduzieren und bis 2040 komplett CO2-neutral sein. Ja. Und das nicht nur in Deutschland, sondern wirklich Coca-Cola Euro-Pacific Partner insgesamt. Also ein richtig, richtig großes Ziel. Und das geht halt nur, wenn du dann verschiedene Bereiche auch anfasst. Ne? Ein Drittel unseres CO2-Ausstoßes sind dann eben die Inhaltsstoffe, die wir haben, zum Beispiel auch Zucker. 30% ist dann eben auch im Bereich der Logistik. Also da versuchen wir wirklich in jeden Bereich reinzugehen, das anzufassen und zu optimieren. Ja. Das fängt damit an, ich komme jetzt ins Plaudern, sehen Sie es mir nach, aber das fängt damit an, dass wir versuchen, wenn wir Getränke produzieren, möglichst wenig Wasser zu benutzen. Ja. Das fängt damit an, dass wir versuchen, komplett nachhaltig zu sein im Bereich der Energie, die wir nutzen. Also eben kein Kohlenstrom, sondern eben Grünstrom nutzen. Und da gibt es so viele Sachen. Mhm. Wir nutzen die Bahn als Transportweg. Ja. Wir haben 14 Standorte in Deutschland, wo wir produzieren. 14 Stück. Vom Süden bis zum Norden. Reedereien werden nicht mit eingebunden oder nur die Bahn oder auch jetzt? Na, wir haben eine eigene Flotte noch und wir arbeiten sehr eng mit dem GfGH zusammen, der dann uns dann auch hilft, unsere Produkte zu distribuieren. Und das alles fügt sich dann eben in ein Gesamtkonstrukt zusammen, wo wir versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen auch das Thema Nachhaltigkeit bestmöglich umzusetzen. Gut, man sieht, Sie gehen mit der Zeit. Coca-Cola omnipräsent ist natürlich die EM 2024. Ich denke, damit belassen wir es erstmal. Es sei denn, Sie möchten noch einen Appell oder jetzt noch mal irgendwas anregen, jetzt zur EM, irgendwas ankündigen, was Schönes, Begehrlichkeit wecken, je nachdem, Herr Usse. Eine letzte Sache, kommt alle zu uns an den Stand hier.
Es gibt tolle Erfrischungsgetränke. Wir haben den Originalpokal hier, da könnt ihr Fotos machen. Mhm. Kommt vorbei, wir freuen uns auf jeden, der unseren Stand besucht. Und die EM nochmal, da vielleicht nochmal was. Ja, die EM, also da haben wir das Ziel wirklich im Handel, aber eben auch Fokus im Außerhausmarkt und hier im Außerhausmarkt über 40.000 Outlets zu aktivieren, ob das lokale Outlets sind und Kunden sind, ob das nationale Kunden sind. Da werden wir mit Fußbällen, mit Trikots, mit Tickets, Meal-Deals. Also wir wollen wirklich die komplette Gastronomie erfrischen und das Thema EM ganz groß spielen, das Thema EM zusammen mit unseren Kunden und Kundinnen in den Markt reinbringen und hoffen natürlich, dass A, das Wetter gut ist, dass B, die Deutschen gut spielen werden, aber davon sind wir überzeugt. Und dann wird das eine richtig klasse Geschichte. Vielen Dank, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche uns viel Spaß, viel Erfolg hier auf dem Norga und wir auch bei der EM 2024. Dankeschön. Sehr gerne.